in Asien. In Autopolis mit dem Nissan Nismo. Bremsbalance auch hier wieder auf 5. Feck. Und erster Bremspunkt haben wir direkt hier links. Diese rote Markierung auf der Leitplanke. Das ist mein erster Bremspunkt. Voll in die Eisen gehen. Und sobald ihr. Ja, ist schwierig. Da sieht man jetzt keinen wirklichen Punkt, keinen Marker. Weil die Kurve hier leider blind ist. Sie ist nicht wirklich einsehbar. Aber wenn ihr links auch diese Markierung auf der Leitplanke seht, die rote, kurz bevor man die wirklich groß im Bild sieht, lenke ich ein, Trailbreaker noch ein bisschen, schalt runter und versuche so nah wie möglich hier an den Curb zu kommen. Nicht auf den Curb, das macht das Fahrzeug unruhig, aber so nah wie möglich ran. Einmal rumrotieren lassen und so schnell wie möglich aus dem Kurvenausgang raus beschleunigen. Bremspunkt hier. Nutze ich hier den Asphalt, den ihr links seht. Das ist mein Bremspunkt. Auch hier nah an den Körper ran, rumrotieren lassen, rausbeschleunigen. Hier kurz lupfen und anbremsen, damit das Fahrzeug rumkommt. Aber es ist wichtig, dass ihr hier quasi die Lenkung nicht öffnet. Dass ihr hier in einem Schwung mit so viel Speed wie möglich durchkommt. Wenn ihr das Lenkrad, also wenn ihr Lenkrad oder Stick, je nachdem, wenn ihr den Lenkeinschlag gleich lasst und auf dem Gas langsam das Gas haltet, könnt ihr ab der zweiten Linkskurve in der Mitte des Apex wieder Gas geben und bis zum Ende des Curbs hier rechts könnt ihr beschleunigen. Hier fangt ihr dann gerade an zu bremsen in der Mitte der Kurve und hier ist es wichtig in der Haarnadel, dass ihr nicht zu nah an den Curb rankommt. Macht das Fahrzeug unruhig erstens, es ist zu unsicher und zweitens verliert ihr Schwung. Ja, lasst euch hier rumrotieren und in der Mitte der Kurve, ja, wenn ihr da vorne, wenn ihr geradeaus schaut, seht ihr auch wieder eine rote Markierung an der Leitplanke. Wenn ihr die seht, seid ihr am Apex. Ja, das hier ist der Apex. Ja, ihr habt jetzt ungefähr die Mitte des Bildschirms, habt ihr auch so einen Gully auf dem Curb, das ist der Apex, das ist der Scheitelpunkt. Auch hier wieder, Nissan ist eng übersetzt. In den dritten hochschalten, dann könnt ihr raus beschleunigen. Hier nach rechts einmal hochschalten und hier auf dem Curb, wenn ihr hier am Curb seid, einlenken und durchrollen lassen. Ja, rollen lassen. Ihr müsst hier nicht bremsen. Lasst das Auto einfach rollen. Und wenn ihr merkt, ich komme immer näher an den Curb ran und sehe da vorne das Marshallhäuschen, dann könnt ihr wieder Vollgas geben. Und wenn ihr merkt, ihr kommt hier raus, logischerweise auch nochmal lupfen, aber versucht wirklich so weit wie möglich hier rauszufahren. So viel Schwung wie möglich mitzunehmen. Der nächste Bremspunkt ist hier, der zweite Pfeil, weil der Pfeil in der Mitte sind ja drei. Da bremst ihr voll mittig, lasst es auch hier das Fahrzeug rotieren. Und hier habt ihr ja auch so gepflastert in, wenn ihr da in der Mitte seid, hochschalten und rausbeschleunigen. Und die nächste Kurve ist sehr tricky, Rückenwind, bergab, untersteuern. Untersteuergefahr ist hier sehr hoch. Hier 50 Meter Schild, hart anbremsen. In den dritten Runde an den Curb ran. Wichtig, an den Curb ran. Und in der Mitte des Curbs könnt ihr da langsam raus beschleunigen. Maximaler Lenkeinschlag ist klar. Und dann hier ruhig raustragen lassen. Nutzt hier auch wieder die volle Streckenbreite aus. Fahrt wirklich bis auf den Curb raus. Hier wieder runterschalten, leicht Trailbraken, innen halten, raus beschleunigen. Nicht in den vierten schalten. Ja, wenn jetzt hier zum Beispiel auf dem Porsche bleibt mit dem Porsche, hier die ganze Zeit auch im dritten oder mit dem RCZ oder mit dem RX Vision, mit dem AMG. Ihr braucht eigentlich hier diese Passage, die jetzt kommt, nur im dritten fahren. Ja, diese rechts, links und doppelrechts. Kurz in den zweiten runter. Hier raustragen lassen in die Mitte der Kurve. Nicht zu hart hier über den Curb. Und ihr seht, meine Gaseingabe ist nicht voll. Wenn ihr Traktionskontrolle habt, dürfte es kein Problem sein. Wichtig ist nur, dass ihr hier über diesen Curb nicht zu krass drüber fahrt, weil dann wird das Auto sofort unruhig. Dadurch, dass es hier bergauf geht, kriegt ihr noch Abtrieb von, den Abtrieb von unten. Das heißt, das Auto wird noch unruhiger und dann verliert man sehr schnell das Heck. Hier ein bisschen raustragen lassen. Hier
keine Bremseingabe, eher durchrotieren lassen auch, nah auf den Curb drauf, raustragen lassen, auch hier nochmal Schwung nach links mitnehmen und dann auch rollen lassen, geduldig sein. Und hier habt ihr rechts diesen Asphalt. Das könnt ihr euch als Marker nehmen, um wieder zu beschleunigen. Und dann könnt ihr Vollgas rausfahren und der Rest ergibt sich. So, Runde geschafft. Jo. Aber was ist mit Autopolis auch schon? Bis dann.